Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video, da sprechen wir über den S&P 500. Der S&P 500 erlebt sein bestes Jahr seit einem Vierteljahrhundert. Wir erleben Geschichte. Der Index ist in den letzten 12 Monaten offiziell um 40% gestiegen, was größer ist als jede Jahresrendite des S&P seit 1954. Solch beeindruckende Zuwächse lassen uns auf die außergewöhnlichen Umstände zurückblicken, die zu dieser Entwicklung geführt haben. In den letzten 100 Jahren betrug die durchschnittliche jährliche Rendite des S&P 500 etwa 10%. Das bedeutet, dass der Index in den letzten 12 Monaten das Vierfache seiner durchschnittlichen Jahresrendite erzielt hat. Es ist bemerkenswert, dass dies in einem Zeitraum geschah, in dem die Weltwirtschaft mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert war, darunter geopolitische Spannungen, Inflationsängste und Veränderungen im Konsumverhalten. Doch trotz dieser Widrigkeiten hat der S&P 500 die Anleger mit einem massiven Anstieg belohnt. Wann haben wir so etwas zuletzt gesehen? Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als die USA zu einer Supermacht aufstiegen und die Wirtschaft boomte, sahen wir ähnliche Zuwächse. Aktuell hat der S&P 500 eine Rekordmarktkapitalisierung von 48,6 Billionen US-Dollar erreicht. Allein in den letzten 12 Monaten hat der Index seine Marktkapitalisierung um unglaubliche 14 Billionen US-Dollar erhöht. Das sind im Schnitt 1,17 Billionen US-Dollar pro Monat. Ein nie dagewesener Anstieg innerhalb eines Zeitraums von nur einem Jahr. Diese Zahlen verdeutlichen nicht nur die Stärke des Marktes, sondern auch das Vertrauen der Anleger in die Zukunft der Unternehmen, die im S&P vertreten sind. Ein Blick auf die größten Jahresgewinne in der Geschichte des S&P 500 zeigt, dass der aktuelle Anstieg in einer bemerkenswerten Tradition steht. Die Liste der größten Jahresgewinne, die wir im Laufe der Geschichte gesehen haben, umfasst Jahre wie 1933 mit 46,6% und 1954 mit 45%. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass der S&P auf dem besten Weg ist, diese historischen Höhen zu übertreffen. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Analyse der Bullenmärkte. Wenn wir 50 Jahre zurückblicken und festhalten, dass ein Bullenmarkt seinen zweiten Geburtstag übersteht, ist dies oft ein Indikator dafür, dass er noch viele Jahre durchhalten könnte. In der Vergangenheit haben 5 Bullenmärkte diesen Punkt erreicht, wobei der kürzeste mindestens 5 Jahre gedauert hat. Das lässt viele Investoren optimistisch in die Zukunft blicken und spekulieren darüber, wie lange dieser aktuelle Aufschwung noch andauern könnte. Die Frage, die viele Anleger beschäftigt, ist, was sind die treibenden Kräfte hinter diesem enormen Anstieg? Ein großer Teil des Wachstums kann auf technologische Innovationen, starke Unternehmensgewinne und eine sich erholende Wirtschaft zurückgeführt werden. Die Unternehmen im S&P haben sich in den letzten Jahren stark angepasst und ihre Geschäftsmodelle transformiert, um den neuen Herausforderungen und Chancen der globalen Wirtschaft gerecht zu werden. Ein weiteres wichtiges Element ist die Geldpolitik der Zentralbanken, die durch Zinssenkungen unterstützt wurde. Dennoch gibt es auch Warnsignale, die nicht ignoriert werden sollten, darunter potenzielle Überbewertungen und geopolitische Unsicherheiten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der S&P 500 in einer bemerkenswerten Phase des Wachstums ist, die sowohl Chancen als auch Herausforderungen bietet. Die Marktteilnehmer beobachten gespannt, wie sich diese Dynamik entwickeln wird und welche Faktoren möglicherweise den nächsten Wendepunkt bringen könnten. In der Zwischenzeit bleibt der S&P 500 ein faszinierendes Thema für Investoren und Wirtschaftsexperten gleichermaßen. So viel zum S&P und den Zahlen, Daten, Fakten. Was denkst du über diesen Börsenboom? Wie denkst du über diese Zahlen? Schreib's in die Kommentare. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.